Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, LS19 wieder von der Kandelin. Wieder gemeinsam heute mit den ganzen Jungs hier, außer der Jan, der lieber Football guckt. Ne? Rage geht raus. Ja, Mahlzeit. Moin. Servus. Moin. Ja, fängt ja auch gleich an, Mensch. Hab doch mal Verständnis. Ja, aber wie gleich? Der hätte ruhig doch zwei Folgen mit aufnehmen können hier, ne? Ja, stimmt. Nicht wie Tobi, der extra früher vom Arbeiten heimkommt, damit er mitmachen darf. Warte mal, ich hab auch schon, wo ich Nachtschicht hatte, habe ich auch schon zwei Folgen mitgemacht und bin danach arbeiten, ja? Ja, davor. Was, du arbeitest? Verpennt. Hä? Verstehe ich falsch. Ja. Versteh die Aussage jetzt nicht. Stimmt. Ab und zu tue ich sowas mal. Ja. Naja, genau, ab und zu tust du so und meistens tust du nur so. Ach so, ja gut, kann man machen, ne? Ey, das ist eine Kunst. Ja, ja, er kann es richtig verkaufen. So, ich stell mal kurz jetzt hier VCA ein. Das muss man nämlich auch können. Fahr mal die Bahn hier ab. Abfahrerfeld 13, Abfahrer bitte. Wir machen mal das HUD an. Alter Mann, das ist kein D-Zug. Was, alter Mann, ist kein D-Zug? Möchte ja keinen Stress ausüben. Ach, Peppi, hab dich nicht so, echt. Ja, Heiko, ich stehe voll auf Gas, aber ich wackel hin und her, ne, also... Was? Worauf stehst du? Voll auf Gas. Ach so, ja, okay, ja. Ja. Schwierig heute. Ja, Hashtag bremsen, ne, würde ich sagen. Ja. Genau. Ja. Ja. Steht da links bei dir auch was? Ja. Okay, was? Dann dachte ich. Wo? Gut. Nee, wegen der Synchro das. Ach so, okay. Seid ihr jetzt, der synkt immer noch die Karte nach. Das ist absolut abartig heute. Also die Performance, Leute, wenn es ein bisschen ruckelt und zuckelt, groß sorry dafür, aber es liegt halt wirklich an dem Server heute. Ja, es sieht halt nicht so doll aus. Naja, gibt Schlimmeres. Jetzt erstmal ein Mettbrötchen. Was, ein Mettbrötchen? Ach, wir haben Mittwoch, Leute. Richtig. Wochenteiler, ja, ja. Das ist richtig. Das heißt, wir haben die Woche geteilt, ne? Wie Moses damals, ne? Das Wasser und so. Die Suppe. Wir... Was, die Suppe? Die Tomatensuppe. Gruß allmächtig. Ja. Dafür war ehrlich. Ach Leute, ihr Antichristen, was stimmt mit euch nicht? Wo ist mein Löffel? Ja, ja. Ich will meinen Löffel haben. Ach ja. Was zu tun haben wir auf jeden Fall alle genug, ne? Das auf jeden Fall. Ja. Wer hat denn schon von euch die Wiesen gemäht? Nö. Wir. Ah ja? Ich schwade. Jetzt sag mal, seid ihr auch, während wir nicht aufnehmen, so zwischen der Woche auf dem Server? Nee, jedes Mal, wenn ich was frage, höre ich Antworten aus eurem Team. Naja, wir sind gut organisiert. Wir fahren nicht nur auf gut, rum. Der war gut, ja. Das stimmt allerdings, Heiko. Was? Und gucken anderen Leuten beim Arbeiten zu. Wer macht denn sowas? Du. Aber du machst die Kiste ja aus. Ist ja nicht so, als hätten wir das nicht schon probiert. Ach so. Stimmt. Echt? Habt ihr echt schon mal versucht zu joinen? Nein. Okay, gut. Wollte schon sagen. Vorsprung jeden Tag einmal. Jeden Tag einmal? Nee, der Server ist ja nur immer an geraden Tagen an und an Feiertagen. Oder sonntags. Gut zu wissen. Aber immer nur zu ungeraden Stundenzahlen, gell? Das ist richtig, genau. Und immer wenn der Mond zu Venus und so, ne? Man kennt genau. Das. Genau. Ja. Ich dachte, das wäre mit diesen drei Planeten allerdings. Was? Nein. Nein, das ist wieder was anderes. Ja. Ach ja, ist halt einfach so, ne? Ein Verschwörungstheoretiker hier wieder. Ja, genau, richtig. Ich glaube, da liegt ein Hashtag in der Luft. Nee, jetzt nicht. Hashtag. Nee. Heute nicht. Boah, heute nicht? Ja. Nee. So, Leute, ne? Auch schon mit. Irgendwie aber ist, weiß ich nicht. Performance heute. Oh, jetzt geht's gerade wieder. Ja. 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 Dass man immer so leichte Ruckleiter, gerade auf so großen Karten, das kann natürlich auch schon mal sein. Mal mehr, manchmal weniger. Jawohl. Ja. Ne, nachdem ich jetzt. Wohl den Besen aus dem Server genommen. Ja, wahrscheinlich. Nee, nachdem ich ja jetzt die ganze Zeit rumgefahren bin in den letzten Folgen, mache ich jetzt hier quasi nichts anderes als mähen. Ne? Also 38 Folgen mähen, Leute, freut euch. Ne? Ja, wer übrigens noch, jetzt kommt die beste Überleitung, noch richtig coole Folgen sehen will, schaut gerne immer beim Projekt Untergriesbach rein. Und da spiele ich ja mit diversen Realismus-Mods. Das macht auch sehr viel Spaß. Und da machen wir halt auch mal 18.000 Folgen mit Flügen und so, ne? Ist halt auch sehr interessant. Kann schon mal vorkommen. Ja, das Projekt spiele ich ja mit Seasons und allen Pipapo. Also es ist ja schon so ein Projekt, was sehr realistisch sein soll. Ja. Und es dauert nun mal, ne? Wenn man so ein 10 Hektar, ne, das war kein 10 Hektar, das war vielleicht so 4 Hektar flügt mit so einem 3 Meter Drehflug, dann dauert das schon mal ein paar Folgen, ne? Das ist einfach halt so. Nur mal so. Ja, musst du den Lohner anrufen. Richtig, ne? Bester Kommentar bei diesem Kommentar. Warum dauert das so lange?
ne, habe ich zurückgeschrieben, weil es in der realen Landwirtschaft auch so geht. Da kannst du die Zeit auch nicht vorspulen. Hat er nicht mehr geschrieben. Oh. Mhm. Dominik, willst du nicht eventuell lieber abfahren? Ich kann auch abfahren. Wäre, glaube ich, besser, oder? Wenn es sein muss. Ja, mittlerweile ist die Mistplatte auch voll mit Stroh. Ja, wir haben hier jetzt das MF-Sheet mit drauf, also von dem her können wir nachher noch ganz... Ach ja, stimmt, reinpacken. Hier, warte mal, unter welcher Kategorie sind die denn? Silos. Silos, gucken wir uns gleich mal an, Leute, warte. Wir haben nicht neue Mods am Sonntag mit draufgenommen. Schaut gerne in die Modliste rein. Wie gesagt, sollte das Pack nicht... Ach, das ist das MF-Sheet-Pack, ne? Ja, genau. Das ist genial, da ist nämlich auch so eine Saatguthütte und so dabei. Ach so, die Samenhütte. Ja. Ach, eine steht da so. Oh. So, RIP, grüner Daumen, Alter. FSK so. 18. Ich kann nichts für, das steht da so. Ja. Ich zeig euch das gleich, Leute. Zeig's uns gleich. RIP, Familienfreundlichkeit. Ja, vor allem euch zeigen, ne? Ja, genau. Als wird nicht besser, ne? Als ob ihr es seht, ne? So, wir gucken mal hier. Also, unter Silos. Hier dieses Farmpack, was wir auch schon auf der Ellerbach hatten, hier im DV-Projekt, ne? Genau, das ist es. Von AJ Tech. Das Witzige ist ja, dass man diese Silos erst aufbauen muss. Ja, das finde ich richtig cool. Ich fände es so genial, wenn man das irgendwie in Zukunft im nächsten LS halt so immer machen muss. Dass du es wirklich bauen und müsstest. Das ist zum Beispiel bei größeren Sachen, dass es Zeit braucht. Genau, dass es Zeit braucht, bis das Ganze gebaut wurde. Und dass du vielleicht vom Händler ein paar Sachen noch holen musst zum Aufbauen oder so. Musst du erst noch ein Kieswerk kaufen. Genau. Ein paar Kisten Bier hinstellen, dass die Handwerker auch arbeiten. Ja, am besten sind es die Handwerker von mir vom Bad. Jawohl. Ja, genau, dann dauert das lange. Schon LS25. Dann spielst du am besten mit Seasons. Ja. Genau. Ja. So, also, Leute. Bei Snow One, da wurde halt auch lieb. Ja. Ja, mittlerweile ist ja auch das Grimme-Pack erschienen. Ne? Der eine oder andere kennt's. Stimmt. Link wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr es noch nicht gegönnt habt, könnt ihr es gerne über den Link kaufen und unterstützt auch gleichzeitig den Kanal. Wichtig ist, wenn ihr den Season Pass habt über Epic oder über Steam, braucht ihr den nicht kaufen, das ist automatisch freigeschaltet. Was haltet ihr denn von dem Grimme Pack? Ihr habt es ja bestimmt euch schon mal angeschaut so ein bisschen. Ich finde es cool, also mich freut. Das sieht sehr gut aus. Okay. Ich finde eins ein bisschen schade am Grimme Pack. Ja, was denn? Ein größerer Kartoffelroder wäre cool gewesen. Zum Beispiel, was weiß ich, damit 20.000 Litern oder so. Im Gegensatz zu dem Grimme, wo jetzt standardmäßig drin ist. Zum Beispiel. Ja, gut. Das stimmt, ja. Na, hätte vielleicht doch sein können, aber es sind halt insgesamt ja 14 Gerätschaften. 3 vom Grimme, ein Lizard-Gerät, glaube ich. Ja. Und gut, die Striegel hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil die haben jetzt keine spezielle Funktion, finde ich. Aber ansonsten schöne Kipper. Ja, schöne Kipper mit dabei. Mega geil. Ja, die sind echt gut gemacht. Ja. Die Halle, wo da mit dabei ist. Die Halle, ne, die viele das noch nicht gesehen haben. Das System hier, wo du das in Kisten packen kannst. Das funktioniert auch cool. Funktioniert auch gut. Ja. Na, ich bin mal gespannt, ob jetzt noch mehr solche kleinen Sachen kommen. Boah. Ich fände es cool, wenn allgemein Giants, gerade wenn sie schon Mod-Contests machen oder gerade die größeren Modder-Teams, wie Namen, die jetzt nicht genannt werden. Ja. Einfach zum Beispiel mit denen mehr zusammenarbeiten würde und dann so günstigere DLCs machen die ja schon. Machen die ja schon. Machen die ja schon. Also die sind ja schon sehr in Kooperation auch. Beschäftigt sich hier zum Beispiel Creative Mash zum Beispiel, ne, ja, mit dem Strohbergungs-Addon beispielsweise. Oder eben halt auch zum Beispiel als, wie hieß das Modder-Team nochmal von dem Grimme? FSI oder FIS? Ich weiß nur, dass es Italiener, glaube ich, sind. Ja, ja, genau. Die haben den Mod-Contest nämlich im 17er gewonnen. Und durften dann natürlich jetzt hier für den 19er dieses schöne Pack basteln. Was auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Also ich finde es okay, soweit für einen Fünfer. Ja, für einen Fünfer also. Kann man nichts verkehrt machen, ne? Und ich verlasse, dass das den Jungs dann gleich zugutekommt. Ja, richtig. Genau. Genau, finde ich auch feiner Zug. Weil da steckt ja auch ein bisschen Arbeit drin. Ja, und Zeit. Ja, Zeit und Arbeit, ne? Ja. Das ist halt einfach so. Das bastelt sich ja nicht mal eben kurz, ne? Nee. Kannst du mal nicht eben so hinfrickeln. Und es bringt nochmal so ein paar neue Elemente jetzt mit in den LS mit rein. Ne? Also nicht neues Element Kartoffelernte, sondern verschiedene Gerätschaften dabei. Ne? Ist aber eben ein bisschen schade, dass gerade also Zuckerrüben und Kartoffeln so stiefmütterlich in Anführungszeichen so behandelt sind sozusagen. Also ja. Schlimmer sind Kartoffeln, die stiefmütterlich behandelt werden. Bei den Rüben, finde ich, geht es eigentlich. Geht's schon. Ja, da hast du genug Rode mit halt. Den Europapack und den Holmer und so ein Kram. Ne? Das ist gut.
Ja, aber Kartoffeln macht, glaube ich, auch nicht jeder gerne, glaube ich. Ich mache Kartoffeln eigentlich gerne. Ich mache sogar dann Dings. Ja. Am besten Stampfkartoffeln, Bratkartoffeln. Ja, also bei uns gab es auch Kartoffeln. Kartoffelrösti. Also mit einem großen Ruder, warum nicht? Ja, wenn, ja, das ist halt einfach so, ne? Und, erinnere mich an unser Kartoffelimperium. Ja, das war geil. Ja, man kann ja viele Sachen machen, ne? Das ist ja halt einfach so, ne? Ja. Oh. Wenn ihr auch gerne Bratkartoffeln mögt, ne? Hashtag Bratkartoffeln in die Kommentare, Leute. So, und da bin ich dabei. Ja, ist ja super gut. Bratkartoffeln schön mit Speck und Zwiebel. Ja, gibt's nächste Woche bei Stefan. Was ist denn jetzt hier? Achso, ja, Stefan im Kochstream. Was? Hashtag Koch. Wie bitte? Nee. Nur zwei Hashtags, Leute. Wer hat denn einen Helfer eingesetzt? Ich nicht. Tasten. Ja, komm. Das ist die Taste. Ich habe ganz Zeit drauf. Darüber jetzt weniger Geld. Ja. Bolti, gibst du das Schneidwerk zurück und holst dann das andere? Wenn ich es irgendwann abkriege, ja. Wie, wenn ich es immer abkriege, hä? Was war vorher mit weniger Geld? Er wollte gerade nicht so. Ach so, okay. Wir haben irgendwie 11.000 weniger. Ja. Peppi, bist du ja geblitzt worden oder was? Du hast keine Zählerkarte. Nein, guck mal, wie er lacht. Guck mal, wie er lacht. Bei uns. Ja, aber das wäre aufgefallen. Er hätte direkt einen Anschluss kassiert. Aber wieso haben wir auf einmal weniger? Gerätemiete? Ja. Wir haben keine Geräte gemietet. Wir haben unsere Standardgeräte immer noch. Ach so. Ja, dann müsst ihr mal mit Stefan sprechen. Hat er bestimmt über euren Hof gemietet. Was? Nein, ich habe Geist gemacht. Sowas mache ich nicht. Also, das verbitte ich mir, diese Unterstellung. Sowas gibt's nicht. Uns fehlt auf einmal Geld. Ja, ich habe jetzt sogar als Bein. Ja, guck doch mal in der Bilanz, was da abgezogen wurde. Habt ihr eure Kasse nicht gut geführt? Ihr habt doch bestimmt irgendein Mietgerät, gekauft. Leute. Oder Saatgut gekauft oder. Kalk. Kühe. Tank. Wir sind beide gerade auf dem Feld, also von daher. Dann wird's schwierig. War der Tierarzt da? Was? Ja, das Veterinärsamt hat abgezogen. Ja. Aber das ist einfach Geld abgezogen, das kann doch nicht sein, Leute. Hattet ihr den LKW aber Geld. Wir hatten 700.000 oder so. Nee, die haben gekauft, wir haben LKW gekauft, gemietet. Genau. Apropos Peppi, also die Kühe schon voll gemacht? Also nicht ganz voll, sondern... Also einen Hänger habe ich hingefahren. Okay. Meine Ladung. Soll ich doch mal, oder? Ja, mach mal. Okay. Bei wem wurde denn jetzt was abgezogen, bei wem? Beim Domi und mir. Ja, aber es kann manchmal synkt er ja nach und dann, wenn ihr was vor 10 Minuten oder vor einer halben Stunde gekauft hat, dann zieht er das erst ab. Wir hatten nichts gekauft. Haben wir ja nicht. Weißt du, wir sind die ganze Zeit auf dem Feld am Arbeiten. In eure Finanzübersicht. Genau, da könnt ihr reingucken. 11.000 weggegangen da seht ihr doch doch. Ja, eben nicht. Nee, steht nicht drin. Die letzte Ausgabe ist mit 37.000. Komisch, weiß ich auch nicht. Naja. Wahrscheinlich doch geblitzt worden oder so. Auf dem Feld. Ja, klar. Ja. So schnell auf dem Feld. Ja. Hallo? Die Feldpolizei, wer kennt sie nicht, ne? Sie werden auch, Achtung, Feldjäger genannt. Ja, oh, ich fand den gut. Der war gut und flach, ja. Oh, yeah. Oh Gott. Der war richtig Der war richtig. Unglaublich. Ich fand den gut. Tobi, kleinen Tipp für euch, gell, wenn ihr euer MF-Sheet platzieren wollt, nicht in diese Aussparung in Richtung zu eurem Hof. Das ist nämlich ein Freilandsilo, gell? Richtig, genau. Da müsst ihr aufpassen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Da müsst ihr aufpassen, ja. Wenn ihr es platziert. Ist mir gerade nur wieder eingefallen. Ja, stimmt. Ging es doch damals auf der Kanelin auch so. Da haben wir aus in das Silo platziert. Ja. Ja, danke das ist... Ich fand den Kuh mit dem Feldjäger. Innerlich ist es wie ein Fest heute. Ich weiß auch nicht. Ach, ja. Bolti, wir treffen uns auf der 21. Wow, wenn ich so alt werde. Wow. Wow. Oh, Leute, heute ist echt Flachwitztag. Oh Gott. Ah, ich hätte auch noch einen, aber den erzähle ich euch nach einer Pause. Ja, okay, sehr gut. Aber der ist nicht jugendfrei, ja? Okay, gut. Ja, doch, jugendfrei schon, aber... Happy, alles gut. Über das Leben. Was macht der schon wieder? Er schimpft. Ja, wie immer halt. Ist ja nichts Neues. Ja, wie ein Rohrspatz. Das ist aber ein Zeichen, dass er noch da ist. Das ist richtig, ja. So, also die Wiese habe ich, glaube ich, gleich fertig, Leute. Sieht gut aus. Was?
Oh, wir sind gleich fertig mit der Wiese. Zumindest vom vorderen Bereich. Da habe ich noch ein paar kleine Stücke. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, Leute, holen wir uns den schönen Schwader, weil wir wollen uns hier diesen kaufen, glaube ich. Warte mal. Was haben wir gesagt? Diesen Bandschwader, ne, Jungs? Ja, den wolltest du. Der Merch Max 902. Ne? Also bevor wir da einige fragen, ist das eine Mod? Nein, die ist Standard. Kostet zwar 110.000, aber hat 9,1 Meter, aber es sieht halt richtig cool aus, ne? Das Ding kannst du auch so umstellen, dass du das von rechts nach links. Richtig, gerade wenn du Hindernisse auf der Wiese hast. Ja, sehr gut, ne? Ja, das ist vor allem nicht so schön. Da kann sie eine Riesenschwade aus der ganzen Wiese machen. Ja, ja. Darfst du nur nicht mit dem Ladewagen reinfahren. Oder der Bremen ist voll, ey. Ja, doch, kannst du machen, aber da kommst du nicht weit. Ja. Na? So, Leute, das soll es für heute wieder gewesen sein. Denkt dran, die beiden Hashtags, die wir heute erwähnt haben, die ich gesagt habe, wieder reinzuschreiben in die Kommentare, um zu sehen, ob ihr auch wirklich hier geguckt habt. Ansonsten, ne, schöne Restwoche und wir sagen mal bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Jo, ciao. Tschüss.